Hallo und herzlich willkommen zurück zu South Park The Fractured But Whole. So, wir werden jetzt erstmal zurückgehen zu den Coon Friends. So, wir müssen erstmal pupsen. Stopp! Oh nein. Neuer Stopp! Siehst du die ganzen roten Legos? Das ist Lava. Die ist absolut tödlich. Oh. Nicht berühren. Halt, das ist unlogisch. Wer tut da Lava hin? Nehmt das, Kuhnfreunde. Es war Chaos. Ganz recht, Kuhn. Ich habe in der ganzen Stadt strategisch Lava platziert. Ich kann es euch doch nicht so leicht machen. Was wäre die Welt ohne ein bisschen Chaos? Okay, könnt abschalten. Um Chaos kümmern wir uns später. Wir haben andere Prioritäten. Kuhn, Ende. Captain Chaos. Unser geschworener Erzfeind? Oder so? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall müssen wir jetzt zurück. Coon in France. Da müssen wir hin. Das heißt, das ist eine aktive Mission. Da gehen wir hin. Ja. So viel ist momentan noch nicht in Action-mäßig dabei. Charakterbogen. Oh, ich kann neue Sachen machen. Kann das sein? Oh, nee. Doch, nee. Doch, nee. Doch, nee. Doch, nee. Kite Alien, asexuelles, genderneutrales Kite Alien. Okay. Rechtschaffen, Kiteismus, Sonnenwinde, Mom. Ah. Okay. Das ist ja bei mir alles noch nicht ausgefüllt. Ich möchte das gerne ausfüllen. Später dann. Würde ja bestimmt gehen. Muss man mal gucken. Ah, noch nicht gefunden. Das ist natürlich ärgerlich. Auch nicht. Schade. Na gut. Ich werde mal kurz Kostüme gucken. Ein paar Sachen. Ja, das ist aber doof, finde ich, mit dem. Ich kann jetzt Assassine rumlaufen. Allerdings muss ich sagen, als Assassine wäre es besser gewesen, dann mit den Händen zu hauen. Aber gut. Ja, es sind so super Power einfach. So, jawohl, jetzt sieht uns auch keiner mehr. Das ist ja auch wichtig, ne? Das ist wichtig. So, ich habe neue Haare. Was sind denn neue Haare? Da. Die und die. Nee, das ist nicht so meins. Bärte, neue Bärte, neue Bärte ist gut. Oh, Hodenkinn. Ja, warum nicht? Nee, brauche ich nicht. Basis-Make-up auch was Neues. Oh, guck mal hier. Das siehst du natürlich jetzt unter der Maske nicht, aber es ist sehr cool. So, wir laufen jetzt so rum. Kein Problem. Crafting. Was ist Crafting überhaupt? Da müssen wir mal gucken. Erfordert Crafting 8. Okay, habe ich Verbrauchsgegenstände, aber wie macht man das? Wie kann man das verbessern? Ich weiß ja auch noch nicht, ob du irgendwie skillen kannst tatsächlich. In irgendwas. Naja, wir werden mal sehen. Schau dir das an, Mann! Der hat ja gerade seinen Arsch gezeigt. Danny hat mich von Asher, ihr Schlampen! Achso. Na gut. Ich dachte, er hat gerade seinen Arsch gezeigt. Aber nein. Okay, da bin ich. Muss noch ein bisschen weiter. Bin ich schon da? Nein. Hi. Ich finde das ein cooleres Superheldenkostüm als das, was ich vorhin hatte. Ist das hier? Ist das sein Haus? Man weiß es nicht. Wir gucken mal. Es scheint ganz so, als ob es sein Haus wäre. Fick dich, Kack. Fick dich, Kack, nein. Fick dich, Mom. So. Was ist los? Ah, da bist du ja, Wunderarsch. Superheld sein ist schwerer, als du dachtest, hä? Ist schon okay, du stellst dich zwar beschissen an, aber ich hab Mitleid mit dir. Weil dein Dad deine Mom gefickt hat, als du klein warst. Komm mit. Ich erzähl dir was über Artefakte. Die meisten Helden verstärken ihre Fähigkeiten durch spezielle Ausrüstung. Siehst du das? Das ist ein Stärke-Artefakt. Du findest so Zeug überall in der Stadt. Der Witz ist, sie in deine Artefakt-Slots zu stecken. Na los, probier's aus. Okay. Gut, wir haben drei Stück. Jedes Artefakt kann nur an eine bestimmte Körperstelle gesteckt werden. Nimm das hier, um deine Stärke zu erhöhen. Welches? Das hier, okay. Aber das, Muskeln. Hä? Wie? Ach nee, die da... Hä? Okay. Das ist jetzt Stärke, oder was? Nee, weiß ich, was macht das? Was verbessert das denn?
Entschieden durch Technik, bla bla bla. Okay, das macht irgendwas. Achso, da unten steht's. Ultimativkrafterholung. Kritische Trefferschaden. Ah ja, okay. Hm? Aha. Mhm. Ja. Ich nehme einfach das hier. Um stärkere Gegner zu besiegen, musst du stärkere Artefakte ausrüsten. Steigere deinen Heldenrang, um neue Artefaktplätze freizuschalten. Es verbindet sich mit deiner DNA und ist kurz unangenehm. Ja, doch, ich merke. Du wirst viele Artefakte finden auf deinen Superheldenabenteuern. Kannst auch selber welche basteln. Denk dran. Macht bedeutet geile Mädels und Kohle. Ah. Du solltest diese Sechstklässler jetzt schaffen. Mach sie fertig. Arschlord. Arschlord? Hat er mich gerade Arschlord genannt? Warum nicht? Die Artefakte sind ein wichtiger Teil deiner Power, Kumpel. Am besten stimmst du die Artefakte auf die Kräfte ab, die du im Kampf verwendest. Bis zum nächsten Tipp. Das Schnellreisesystem läuft. Das ist ja nice. Wie? Niemand weiß es. Doch, warte mal. Karte öffnen. Oh, Karte. Schnellreisesystem. Egal. Wir laufen dahin, ist ja kein Problem. South Park ist ja nicht so groß. Da kommen wir schon irgendwie hin. Hier, Mizi. Komm, Mizi, Mizi, Mizi. Wirf einfach einen Stein. Nein, ich darf einen Stein schmeißen. Wirf doch stattdessen einen Böller. Bam. Besiege die Sechsklässler. Wollen wir uns wirklich mit den Sechsklässlern anlegen? Keine Gnade, Leute. Hübsche Outfits, Trottel. Okay, ich bin dran. Zeig uns, was du drauf hast. Casual-Helden haben einen Vorteil. Heroisch-Helden und Gegner sind gleich stark Superhirn. Gegner haben einen Vorteil. Ach so. Ja, natürlich Casual. Im Pause-Menü kannst du den Schwierigkeitsreiterkämpfe jederzeit anpassen. Aha, okay. Man muss sich das auch erstmal alles angucken, wie das geht. Okay, da würde ich aber nur die treffen. Leck mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Oh, der bewegt sich. Eieieiei. Okay, warte mal. Ich könnte hier hin. Aber wird nur den treffen. Und die haben alle viel Leben, aber er hat weniger Leben. Aber ich hau, glaube ich, erst ihn. Erledigen wir das, oder was? So. Oh das ja, nice. Den soll ich okay, quälen. Jetzt sind die drin. Okay. Erstmal direkt kotzen. Komm wieder auf die Beine, Arschboy. Oh, wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Ohne zu zucken, Respekt. Aber Arschboy hält's aus. Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Ja. Voll machen. Ja, blöd gelaufen. Ne? Humankind ist startbereit. So, Humankind ist startbereit. Jetzt müssen wir natürlich gucken, warte mal, das greift ihn an, ne? Ja. Okay. Oh, verkackt. Egal, der ist aber weit weg. So, was kann Cracks Blockkräfte erlauben, es ihm Schaden umzulenken. Okay. Blockkräfte wehren bis zum Ende des nächsten Zuges Schaden ab. Ein Charakter, der blockt, nimmt nur Schaden, wenn er zurückgestoßen wird oder der Angriff so viel Schaden anrichtet, dass er den Block durchbricht. Probiere Cracks Blockkräfte aus, indem du Y drückst. Oh, bin ich dran? Okay, aber das sollte ich ja dann auf ihn ersetzen, ne? Irgendwie. Das hier macht zwar keinen Schaden, gibt dir aber ein Schild und macht mein Ziel. Ja! Okay. Mach sie fertig, Saftsack! Alles klar. Die Frage ist, was wird Saftsack tun? Saftsack wird hier hingehen und Saftsack wird versuchen, die alle zu treffen. Das nenne ich eine Ansage. Na, wenigstens die beiden. Jetzt bin ich natürlich angewidert, das ist blöd, aber macht nichts. Ich habe zurzeit einen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen. Oh, scheiße für dich. Achso, hätte ich ja auch drücken müssen. Ich bin jetzt dran. Achso, nee, ich dachte gerade, ich habe nur noch 9 Leben. Was macht denn der? Darf von deinem Freund passieren. So. Ah, das habe ich kaum gesehen. Okay, er ist down. Viertklässler versohlen, geile Sache! Ah, es sieht ein bisschen anders gerade aus, mein Freund, ne? Achso, Humankind ist dran. Brauchen wir Leben? Das ist die Frage. Brauchen wir Leben? Leben schadet nicht. So. Ja, das ist der Jetstream zum Heilen. Ziemlich praktisch. Ziemlich praktisch. Ziemlich praktisch.
Okay, haben wir schon mal geheilt. Bin ich schon am Zug? Okay. Gut, hat überhaupt gar nichts gebracht, dass er da was gemacht hat. Gut, Supercrack. Supercrack geht mal. Ja, was wird Supercrack tun? Supercrack kann nichts machen. Doch, Supercrack wird ihn attackieren. Bam! Boah, nice. Nur, Alter! Wir ficken euch Viertklässler, dass euch schwindelig wird! Aha. Was macht der da? Ich bin mir nicht so sicher, was der da macht, aber das ist mir egal. So. Bam! Den haben wir die Fresse poliert! Oh ja. Die Sechsklässler haben verloren. Mhm. Da gibt es aber wenig Erfahrung. Muss man aber sagen, ne? Okay, das war ziemlich cool. Geile Teamarbeit! Okay, geile Aktion. Warte nur, bis sich rumspricht, dass wir 4 Sechsklässler verprügelt haben. Das fördert das Franchise. Obwohl ich jetzt natürlich alle 6 Klässler im Visier habe. Das war ein Fehler, ziemlich dumm. Okay, jetzt besorgen wir uns noch mehr Follower. Sehr, sehr nett von dir. So, okay. Wir gehen mal nach South Park direkt rein. So, was können wir denn hier alles machen? Oh, wer ist denn da oben? Der ist einer von Captain Chaos. Hey, du hast bei Kryptonit nichts angegeben. Bist du unbesiegbar? Das geht nicht. Laut den Regeln brauchst du eine Schwäche. Such Mosquito, der hilft dir. Ich übertrage den Rest auf deine Karte. Es ist Zeit für ein paar Heldenmissionen, um deinen Charakterbogen auszufüllen. Nee. Okay. Was ist das hier? Ah, Schnellreise freischalten. Oh, hey, dies ist deine erste Schnellreisestation. Such weitere, die werden dir das Leben erleichtern. So, was haben wir hier? Ich guck mir erstmal alles ein bisschen an, ne? Hallo. In Ordnung. Da wird Wendy aber echt überrascht sein. Auf jeden Fall. So, warte. Machen den hier. Mrs. Testerburger. Okay, kann ich zurück an die Arbeit? Danke. Mach doch, was du willst. Was haben wir denn hier? Aha. Was ist denn da in der Badewanne? Ist ja ekelhaft. Verbessertes Gegengift. Das finde ich gut, das kann man schon gebrauchen. Porsche gibt mir eine scharfe Soße, das ist die beste. Aha. Na gut. Mehr ist hier nicht, das ist aber traurig. Na gut, dann können wir wieder gehen. Wir müssen uns jetzt erstmal alle Gebäude auch angucken. Was soll ich tun? Hat dir deine Mama das angezogen? Nee, habe ich ganz alleine gemacht. Blöde Schnappe, ey. So, hier Rhino Plaza. Oh, das ist so nice. Oh, das ist so nice. Das ist so nice gewesen. Die neue Nase sieht besser aus als die alte. Juckt es hier drin oder ist das nur mein Gesicht? Nächstes Mal bringe ich meine eigenen Zeitschriften mit. Was? Brustoperation bei Kindern. Hat Stan dich etwa zu diesem Outfit überredet? Folgender Vorschlag. Ich folge dir auf Instagram, wenn du ein Selfie mit mir machst. Wie klingt das? Okay. So, sehr gut. Jetzt folgt dir eine coole Mom auf Instagram. Geht das hier eigentlich auch wieder? Weil das war im ersten Teil richtig gut. Aber ich glaube, diesmal geht das nicht, ne? Oder das geht vielleicht später, ich weiß es nicht. Alte Nasenabfälle. Na, die wollte ich ja schon immer mal haben. Ah, ist wieder so viel, was du auch dir angucken kannst und so, ne? Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich müsste jetzt theoretisch eher so da. Wo gehe ich denn als erstes hin? Zum Mosquito oder nicht? Aber wir gehen jetzt mal hier so ein bisschen lang. Halt, na gut, dann nicht. Kann ich mit dem reden? Nö, irgendwie nicht. Doch, also reden schon. Ah, hast du deine Katze verloren? Irgendwas hast du verloren. Die Mobile spielt bestimmt auf O2 an. Unbegrenzter HD-Sound, Video-Voicemail, damit liegt dir die Welt zu Füßen. Geil. Möchtest du einen neuen Vertrag mit bis zu 5 GB Datenvolumen pro Monat? Oh, lieben gerne, sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Wir haben neues Zubehör, der Scheiß verkauft sich von selbst. Kaufen. Schallfäkalisator. Rückstoß-Kombo-Schaden. Ach, das ist auch so. Ach, das Scheiße. Boombox-Anzug.
Erdgaskleber. Klebeband. Die Mobile-Angebot, Missionsgegenstand. Oh. Versüße einem die Mobile-Mitarbeiter den Tag und entscheide dich für dieses Angebot jetzt mit 10% mehr. Ha, verarscht als die Konkurrenz. Ich habe aber nicht genug Geld. Ich komme wieder. Schau bald wieder rein. Ich liebe es, Leuten 2-Jahres-Verträge ohne SMS und Gesprächslimit zu verkaufen. Ich komme wieder mit den 30 Dollar. Das wirst du aber erleben, du. Warte mal. Da gehe ich noch nicht hin. Erstmal hier in die Gebäude reingucken. Oh, es ist wieder so viel, was du dir hier angucken kannst. Unglaublich. Man trifft skurrile Gestalten 3 Kilometer über dem Meeresspiegel. So, okay, die meisten sind eigentlich abgeschlossen. Okay, ja, wozu sollte man das auch tun? Ne? Oh, hallo. Ich bin geschmeichelt, aber ein Superheld muss echt besonders sein, um mich zu beeindrucken. Okay. Dann nicht. Wie bist du zum Superhelden geworden? Hat der Mob deinen Onkel umgebracht und du findest keine Ruhe, bis er gerecht ist? Ich habe meine Eltern beim Ficken gesehen. Das ist schon eine tiefe Story. Ich verurteile dich nicht. Jeder nach seiner Fasson. Genau. Das sehe ich ähnlich. Das ist ein schöner Haarschnitt. Ist deine Mama hier? Geh und warte. Also, wenn dein Outfit mich aufmuntern soll, das ist dir gelungen. Unglaublich, dass eins von euch Monstern in mir drin ist. Aber nicht mehr lange. Also, voll nett. Sieh dir an, was wir haben, Kondom. Bevor sie uns die Bude dicht machen. Der alte Gladiator, alles klar, ich weiß nicht, ich kaufe Falls eins. Falls das nicht funktioniert, kannst du immer noch die Treppen runterfallen. Ja, nehme ich alles mit. Kann man bestimmt Einen gebrauchen. Einen tollen Tag noch. Ist bestimmt gut. Ah, darf ich da nicht rein. Schade, schade, schade. Na gut, wir gehen mal raus. Da war ja noch diese Gasse, da will ich noch rein. Ich will, nee, warte mal. Man, irgendwie konnte man noch schneller auch ein bisschen laufen. Ich weiß nicht genau, wie ist ja auch egal. Wir gehen jetzt mal in die Gasse hier rein. Drogenfläschchen und gucken mal, was es hier so gibt. Mau? Mau? Oh nein. Ich muss nicht kacken. Nicht hier, zumindest. Brief von Wanderslash. Mhm. Okay, ich habe irgendwo Mau gehört. Eine Katze ist hier also am Start. Ah, war nicht mehr in der Nähe. Da hinten. Ah, da komme ich aber nicht hin. Okay, machen wir kurz ein Minimap auf. Wo bin ich denn? Ich bin jetzt da oben. Warum bin ich denn da oben? Niemand weiß, warum ich da oben bin. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu Mosquito. Ich hoffe, ich komme da überhaupt jetzt hin. Warnung! Sie haben 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Du gehst mir echt auf den Sack, Alter. Sag nein zu Drogen. Ich bin tot. Du bist tot. Hab ich gemerkt. Sie sind ein Minderjähriger und nähern sich einem rauschmittelhaltigen Sperrbereich. Treten Sie zurück oder Sie werden terminiert. Okay. So, Holz kaputt machen ist überhaupt kein Problem für uns. Erinnerst du Daktari? Ich erinnere, am coolsten fand ich Clarence. Ja, erinnerst du? Erinnerst du was? Das ist das Raisins. Mosquito muss da drin sein. Lass dich nur nicht von den scharfen Wings und Bräuten ablenken. Okay, ich werde es versuchen. Hi und willkommen im Raisins. Nur eine Person? Dann komm mal mit, Süßi. Jo, bin dabei. Hier, Schnucki. Warte kurz. So. Da muss man natürlich gucken, ne? Eins von unseren Raisins Girls kommt gleich. Okay. Ist der nicht total süß? Er verdrückt jedenfalls eine Menge Wings. Ja, und dann bin ich durch die Luft gesaust und hab die Bösen vermöbelt. Wow, ich wusste nicht, dass Moskitos so tough sind. Ja, schon mal was vom Zika-Virus gehört? Noch eine Lade Wings, Süßi? Na, schreibt alles auf meinen Deckel. Voll großzügig. Verschwinde, das sind meine Frauen.
Welcher Superheld bist du? Super, warte. Oh mein Gott, die Mission, meine Superheldenkollegen. Ich hab das komplett vergessen. Weg von mir, Verführerinnen. Moskito weiß genau, was sie hier versucht. Was soll das denn heißen? Die Raisins Girls sind Moskitos Kryptonit. Du musst mich hier rausholen. Okay, hier hast du die Rechnung. Haha, von wegen. Ihr wolltet mich verführen, das zahle ich nicht. Du musst Trinkgeld geben, Wichskopf. Kampflos werden die uns nicht gehen lassen. Dann mal los. Okay. Plan ändern? Was ist ein Plan ändern? Was bedeutet Plan ändern? Keine Ahnung. Wir legen einfach los. Moskito muss jetzt gehen. Oh. Nie im Leben. Das sind noch viele, ey. Was haben wir dir gesagt, Mr. Moskito? Überall nur Loser. Wie die da. Aber ich kann doch nicht gehen. Ich habe gerade Limonade bestellt. Willkommen das sind im Team. Viele. Dich müssen wir komplett umstylen. Hol dem Moskito mal ein bisschen Verstand ein. So. Wirklich, Jungs. Die Wings sind echt gut. Verdammt, Kleid, ich prügle dir noch Vernunft ein. Guter Schlagschätzchen. Ist ja krass. Moskito ist bezaubert. Benutze den Untersuchungsmodus, um mehr darüber zu erfahren. Du bist echt stark. Halte L1 gedrückt. Nee, so. RLT natürlich. Moskitos bezaubert Status erkennst du an dem Symbol unter seiner Gesundheitsleiste oder an den Herzen um ihn herum. Drücke, um den Detailmodus zu starten. Hier kannst du die Effekte vom Bezaubert sehen und wie lange dies noch anhalten wird. Achso, ja. Dann ist es wieder weg, so. Details ansehen. Drei Bewegungen. Okay, was soll ich jetzt tun? Soll ich ihn jetzt hauen? Eine Portion Wings klingt tatsächlich gut. Ich weiß nicht, soll ich ihn hauen? Nee, oder? Das ist ja Quatsch. Dann mach erstmal einen Standardangriff. Das so. Gibt garantiert eine Narbe. Weil die machen wir schnell kaputt. Fühlt den Zorn von Humankind! So, jetzt kommt er. Verkackt. Kleiner Rückschlag. Aber es reicht. Der macht voll viel Schaden, der Mitschein. Wollt ihr nach der Tracht Prügel Raisins Kalender kaufen? Kein Fall! Boah, Wolverine, Alter. Komm wieder auf die Beine, Arschboy. Arschboy. Bestellt ihr Süßen? Okay, wir hauen den jetzt einfach eins in die Fresse. Federfaustschlag! Das ist die richtige Einstellung. Weiter so! Ja, war krass. Was darf denn sein? Es kommt Moskito. Chica in Fett! Sucht euch selber eine Traumfrau. Aber kein Problem. Kriegen wir hin. So, jetzt bin ich wieder Zeig dran. Zeig uns, was du drauf hast. Oh, das ist gut. Warte mal. So, da treffe ich nämlich alle. Darauf trinke ich. Da mache ich einen ich Damage. Dran. Okay. Brauchen wir Heilung? Heilung brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber dann kann ich auch keinen Schaden machen. Das heißt, er ist gerade total nutzlos. Dann macht er wenigstens Heilung. Oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Was macht er jetzt? Weck mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Halt die Fresse. Ja, komm, dann. Gern geschehen. Heil halt. Oh, ah nee, geschützt. Sehr gut. Hey ihr Süßen, ich hoffe ihr habt Spaß. Oder auch nicht, ist mir eigentlich egal. Kennst du unsere Double Whammy Wings? Jetzt kämpft er wieder auf meiner Seite. Alles in Ordnung, super. So, Supercrack. 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 Wenn ich egaler seid. Bam. Deine Schläge sorgen für kleine Blutlachen unter ihrer Haut, Supercrack. Perfekt zum Trinken. Wirklich, Mann. Und irgendjemand ist wieder verzaubert, aber das ist kein Problem. Mir ist so kribbelig. Au, lasst meinen Schatz in Ruhe. Okay, ich glaube, jetzt werde ich mal meine Super einsetzen. Hau rein, Neuer. Treffe ich die dann alle damit? Weiß ich gar nicht. Scheint so. Und ja, nochmal da. Muss ich nochmal irgendwas drücken, ne? Und natürlich, Arschboy ist zerstört. Mein Arsch lässt es so krachen wie deiner, Furzlord. Zeit für die Laser. Ja, alles dabei. Furzlord, Arschboy, alles dabei. So. Pew, pew. Zack. Ich wollte eine Und Limo, aber down. Jetzt ist es wohl zu spät. Yes. Siegreich. Okay. Los, das ist unsere Chance. Ja, wir sollten uns verpieseln. Ich lauf dir einfach mal hinterher. Diese Mädchen sind mein Kryptonit. Und du hast mich gerade noch gerettet. Ich stehe tief in deiner Schuld, Arschheld. Was ist dein Kryptonit? Alter, jeder Superheld braucht etwas, wogegen er machtlos ist. Irgendwelche Phobien? Emotionale Traumata? Komm, es muss doch was geben.
Ist schon okay, ich bin in deinem Team, Arschkind. Mir kannst du es sagen. Zeig mir mal dein Charakterprofil. Sechsklässler, Raisins Girls, Chaoskinder, alte Leute, Ninja, Vampire, Krebsmenschen, alte Leute oder Krebsmenschen. Nehmen wir alte Leute. Ja, alte Leute sind voll eklig mit ihren Falten und ihrer Weisheit. Ja. Finde ich auch. Super, erledigt. Dein Kryptonit ist offiziell notiert. Geil. Moskito macht eine Fliege. Ruf mich, wenn du mich brauchst. Cool, Freund. Sehr gut. Jetzt habe ich aber gar keinen Selfie mit ihm gemacht. Das ist doof. Na gut, wir gehen weiter. Wir müssen ja eh noch zu den anderen Dudes da unten gehen. Weil nämlich das so ist. Es sind unsere Heldenmissionen und dann werden wir die natürlich auch machen. Okay, da komme ich nicht vorbei, dann muss ich woanders lang. Alles klar. Hey, naja, komm vorbei, dann arbeiten wir an deinem Outfit. Du brauchst Hilfe. Echt jetzt. Okay. Hey, Schwanzgesicht, du und dein Superfreund Moskito sollten besser vorsichtig sein. Oh, das sind Drohnen. Wir haben 5 Sekunden. Ja, das ist ja gut, ey, meine Fresse. Wir gehen jetzt erstmal zur Schule bzw. zur Kirche. Ich weiß noch nicht, was davon als erstes. Hey, naja, dieses Mädchen lassen nicht locker. Kannst du mir nochmal helfen und sie mir vom Hals schaffen? Wem? Wo? Wann? Wie? Keine Ahnung, was du von mir willst, Dude. Doodly Dude. Das sind meine Missionen, ne? Nee, doch, das ist eine Mission. Egal, wir gehen jetzt erstmal zur Schule. Wobei, es ist ein weiter Weg. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt hier erstmal nur geradeaus, ne? Macht wohl mehr Sinn. Meister an Raisins Ripper-Titel auf dem Charakterbogen. Oh, hier ist der Park. Hi, Spielkamerad! Mit den Knallerbsen kannst du Feuer machen oder ein Feuerwerk starten. Versuch's mal. Okay, wie war das nochmal? Da. Bam! Explosion. Und direkt in die Fresse hauen, weil wir es können. Sechsklässler. Lächerlich. Gerechtigkeit von oben! So. Hau sie weg, Neuer! Jo, ich bin dabei. Ich kann aber nur hier hin. Oh, das ist aber auch ein bisschen fies. Das ist ja alles sehr, 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 sehr gescriptet, wo ich hin kann. Das bringt mir dann gar nichts, aber ich könnte den machen. Mein Saugrüssel steht offen vor Erstaunen. Der macht dann halt Damage. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Das kann den Moskito. Was ist das hier? Erzeuge Ehre beim Feind in der Nähe und verstärke deinen Angriff. Mord im Vorbeiflug nach durch Lebensraub, ja, das finde ich doch eine gute Sache. Machen wir mal hier. Frissen und weg! Jau! Gute so. Arbeit! Ich gehe nur mal eben kotzen. Oh, dann steht er da hinten. Okay, das ist natürlich dann doof. So, da kriegt er natürlich auf die Fresse, aber das macht nichts. Das macht er überhaupt nicht. Unter Anti-Aggressionstherapie. Gleich riecht's hier verbrannt! Okay, den muss er natürlich erstmal vorbereiten. Ja, eigentlich wäre es gut, wenn ich den da mache, aber das hat halt nicht so eine. Ach nee, das ist ja auch nur das Schild, ne? So. Zack, der nächste ist down. Gute Neuigkeit, ich bin dran. Kann Supercrack überhaupt irgendjemanden treffen? Ja, den da hinten. Okay. Omega Crash Extra! Bam! Oh. Ja, Treffer reicht für einen Home Run! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mach sie fertig, Saftzack! Okay, das Problem ist, dass Saftzack noch nicht so viel Damage macht. Das ist natürlich blöd. Aber macht überhaupt nichts. Aber der ist gleich down. Das heißt, den würde ich eigentlich noch gar nicht angreifen wollen. Lieber den da. Verdammt, ja, ich brenne! Alle irgendwie verkackt. Ich nehme meine Blutprobe. Alter, so, mach mal halt lang. Moskito. Mach den und den. Es ist Blut. Ja, das sollte auch reichen. Die machen alle voll viel Schaden.
Im Gegensatz zu mir so. Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Was dich da von deinem Freund passieren? Okay, aber jetzt hat er keine Chance mehr. Laut Wetterbericht, Hagelschläge! Jetzt hat er keine Chance mehr. Eigentlich müsste ich Mosquito heilen. Da. Heilung! Ach, guck mal, jetzt zieht ihn dann sogar ran. Okay, du bist ist halt der cool. Wind unter meinen Moskitoflügeln. Okay. So, zack, zack. Ich hab genug von dem Kack. Bam. Spacrack. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. So, wieder 6 Klässler besiegt. War ja einfach. So, einer fehlt nur noch. Dann habe ich das hier geschafft. Und wir gehen mal weiter. Oh, hast du deine Katze verloren? Irgendwas nee. Hast du verloren. Ah, ja, meine Unschuld. Obwohl ich glaube, das machen wir erst in der nächsten Folge, weil ich glaube, es ist schon wieder soweit. Deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch und würde sagen, in der nächsten Folge geht es weiter. Dann gucken wir uns noch ein bisschen in South Park um. Ah, guck mal, das sollen wir doch hier sammeln und so, ne? Und ja, in der nächsten Folge geht's weiter. Wir gucken uns in South Park um. Wir werden natürlich weitere Missionen machen, denn wir sind ein Superheld, der South Park retten muss. Ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.